Ja, wir starten wieder bei dem Vergleich große und kleine Konkurrenten um Nahrung und sehen eben, dass die großen einen gewaltigen Vorteil haben gegenüber kleineren Arten. Und jetzt noch ein kleiner Rückblick auf die Carrying Capacity oder die Tragfähigkeit. Wenn wir das exponentielle Wachstum annehmen würden, das wäre auf der linken Grafik links oben, das wäre diese exponentielle Kurve, die natürlich nur in ganz bestimmten Lebensabschnitten erreicht werden kann. Und rechts in Rot, auf derselben Seite in Rot, das wäre eben das logistische Wachstum. Das heißt, das Wachstum nähert sich eigentlich einem Nullwachstum, wenn diese Tragfähigkeit des Systems erreicht ist. Auf der rechten Grafik sieht man das für bestimmte andere Modelle. Hier wäre also die blaue Kurve. Da ist die Wachstumsrate auf der Y-Achse aufgetragen, während auf der linken Grafik ist die Populationsgröße aufgetragen. Die Erkenntnis war eben, dass viele Organismen ihre Wachstumsrate nicht nach dieser logistischen Kurve einstellen, sondern bereits sehr viel früher beginnen, das Wachstum zu reduzieren, also lang bevor also diese Carrying Capacity erreicht ist. Das nur als Einschub, dass man weiß, dass es das also nicht allgemein gültig ist. Ja, und hier kommen jetzt die Ergebnisse wieder von Gliwice, die Tiefenverteilung und Körpergröße von vier Kladozeerenarten. Das wäre die kleinste, wäre diese Bosmina, die Aphanosoma, die Cerodaphnia und die Daphnia, die wir ja schon gehört haben, im Cabora-Wassersee in Mosambik. Bei Anwesenheit eines optisch orientierten Räubers, also eines Fischs, der diese Zooplankton frisst. Und die Sichttiefe, das ist dieser Strich mit diesem Dreieck, das ist also ein Symbol für die Secchi-Scheibe, für die Sichttiefe. Die ist zehnfach überhöht dargestellt. Wenn hier oben 10 Meter steht, dann ist es natürlich eher 1 Meter. Was man aber sehr schön sieht, ist, dass die Masse sich verteilt und zwar tiefenabhängig. Das heißt, je größer und deshalb je besser sichtbarer so ein Tier für einen Fisch, für einen Räuber ist, desto tiefer ist also die Verteilung dieser Organismen, was für diese Organismen wahrscheinlich nicht optimal ist, weil das Phytoplankton, so schauen Sie sich eben die Sichttiefen an, das Phytoplankton logischerweise an der Oberfläche dichter ist. Aber es ist offenbar nicht opportun, an diese Oberfläche zu gehen, zumindest bei Tag über, weil ein Fischräuber hier Druck ausübt. Unten ist dasselbe dargestellt für einen Kopeboden, für den Mesocyclops leucati, wieder im Cabora-Wassersee, an 3 Tagen mit unterschiedlicher Trübe. Hier ist also über längere Zeiträume gemessen worden. Und je trüber das Wasser, desto mehr nähert sich dieser Kopepode an der Oberfläche an. Sie sehen hier wieder die Sichttiefen eingetragen. Also wenn das Wasser relativ klar ist, hält er sich in größerer Tiefe auf, wo die Nahrung nicht so günstig ist. Wenn das Wasser trüb ist, dann bewegt er sich weiter nach oben. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das eine Anpassung an an die Umwelt oder wird er einfach oben massiv weggefressen und es bleibt eigentlich nur das übrig, was wir hier in dieser Darstellung sehen. Wir schauen uns das ein bisschen anders und mit anderen Bedingungen an. Wir haben hier in Abbildung 19 oben rechts die Sichtbarkeit kleiner und großer Daphnien in Abhängigkeit von Trübe und Sichttiefe. Je größer und pigmentierter die Zooplankton, desto leichter sind sie also für planktivore Fische sichtbar. Und hier spielt die Pigmentierung eine wichtige Rolle, die als Schutz vor allem vor UV-Strahlung dient, aber den Nachteil mit sich bringt, dass so ein stark pigmentiertes Tier, das sich eben vor anderen Umwelteinflüssen schützen muss, umso besser sichtbar ist für einen optisch orientierten Räuber. Das ist generell ein Fisch, ein planktivorer Fisch. Und man sieht, dass größere und pigmentierte Tiere eben durch ihre bessere Sichtbarkeit wahrscheinlich stärker unter stärkeren Räuberdruck leiden als kleine und wenig pigmentierte.
Und hier sieht man in der Grafik unten die Tiefenverteilung eines pelagischen Fisches, dieser Osmerus epelanus im Rosssee in Masurien in Polen, in einem geschichteten, leicht eutrophen See. Das ist also mit Echogramm aufgenommen. Und zwar wurde das mitten im Sommer aufgenommen, und zwar einmal bei Tag und einmal bei Nacht. Wenn wir mit der unteren Grafik beginnen, also bei Tag, sieht man, hält sich dieser Fisch in ziemlich großer Tiefe auf, also in 20 bis 30 Meter. Und erst in der Nacht kommt er also herauf an die Oberfläche, um seine Beute zu fangen.